Letzter Tag, letzte Worte zu der Tour. Ich finde es schade, es ging viel zu schnell. Ich habe gar keine Lust auf den letzten Tag. Ich will noch länger. Letzter Tag, letztes Mal das Gewusel vorm Start. Langsam sollten wir wissen, wie es funktioniert. Nico hat schon eine Spionagerunde gedreht. Mal schauen, was er alles für euch gefilmt hat. Und der See glitzert. Morgen! Heute gibt es noch ein paar Einblicke hinter die Kulissen. So ist das zum Beispiel das Briefing der Rettungskräfte. So, lala, jetzt war vorhin das Briefing bei euch. Wir wollten uns erstmal bedanken für den guten Support. Gell? Also macht's hier super, gell, an der Stelle. Und unsere Zuschauer haben so gefragt, wo der Schnaps herkommt. Wo kann man denn den denn kaufen oder wo gibt's denn den? Oh ja, geil. Und wo gibt's den zu kaufen? Das ist auch hier drauf, oder? Ja, genau, schauen wir mal. Perfekt. Also, macht es gut und weiter so. Bis zum nächsten Mal. Hallo Chris, hier ist die Anna. Ich habe es ausgerichtet, dass du sie mega cool findest. Vielen, vielen Dank und viele Grüße. Warum bist du denn nicht dabei? Jetzt habe ich schon erfragt, du musst auf die Kinder aufpassen, habe ich gehört. Wow, mega Aufteilung. Hut ab, super stark. Und dir ganz viel Spaß heute. Hat es dir bisher gefallen? Es ist total super, aber mega anstrengend. So, letzter Tag jetzt immer wieder aufmagaziniert worden. Kann nur laufen quasi. Danke, du musst Dank. Auch was sagen. Ja, kann eigentlich nichts mehr schief gehen, gell? Läuft. Zur Wunddesinfektion geht es wahrscheinlich auch damit, ne? Ja. Aber nur von innen. Ein uraltes Zitat beim Skifahren ist dann wohl, sie standen an den Hängen und pissten. Letzter Tag im Block. Streckenbriefing. Ja, wir sind ein bisschen melancholisch schon. Aber wird nichts helfen. Schauen wir, dass wir heute noch mal so viel Spaß wie möglich haben. Wird mega. Ja. Oh ja. Lauter Gewusel habe ich ganz vergessen, euch auf ein wichtiges Detail hinzuweisen. Schaut euch mal den Frank heute an. Und seht ihr was? Seht ihr was? Die echte Lederne. Wenn es vorher schon keine Wiesen gibt, dann wenigstens hier einmal ausgeführt. Und damit ist er dann auch gefallen, der Startschuss für die allerletzte Transalp-Etappe 2021. Ja, alle drei zusammen gehen wir an den Start der letzten Etappe. Erstmal schiebt sich das Feld gemeinsam den Radlweg runter. Mal schauen, wo es uns heute überall hinführt. Unter anderem Bocca di Ciumea. Und natürlich dann auch den Tremalzo. So, Zeit haben wir mal wieder genug. Es ist alles sehr eng. Schauen wir mal, ob meine Männer sich gut vorbereitet haben. Wie schaut die Strecke heute aus? Wie lang? 2500 Höhenmeter und knapp 70 Kilometer. Jawohl, da kennen sie sich aus. Abfahrt zum Schluss mit mega Blick auf den See über den Tremalzo runter. Guck mal, wer heute immer noch bei mir ist. Jetzt will er es aber wissen. Schöner Mann! Mega gut! Weiter so! Im Scott Attack Shirt haben wir Hi. Die zwei schnellen Windschattenfahrer von gestern. Sehr cool! Haut rein! Viel Spaß wow. heute! Guten Morgen! Guten Morgen! Was könnt ihr denn? Yeah, you too! Dauert mal, wenn ich wieder gefunden habe! Wuhu! Wuhu! Yeah! Motivation pur. Yay! Yeah. Gutes Rennen heute. Super, danke. Viel Spaß. Anscheinend haben wir so ein breites Kreuz, der Frank und ich, dass dauernd bei uns im Windschatten gefahren wird. Ja, und dann jetzt wird überholt. So lobe ich mir das. Ja, und ich muss hinterher. Also. Ja. Was sind eure Ziele? Schaffen, ankommen. Schaffen, ankommen. Ja. Sehr gut. Fröhlich und zufrieden. Also. Ha, Team Allgäu ist auch schon wieder in Lauerstellung. Unglaublich. Sind wir schon wieder dran? Ja, ja. Nico hat dich schon überall gesucht. Ha. Bist du heute etwa weiter vorne gestartet? Ja, ich wollte mich loswerden von ihm. Ich wollte wissen, dass er Vorsprung schaffen. Ja, wen haben wir denn da? Nina, guten Morgen. Sie möchte nicht. Na gut, viel Spaß, viel Glück. Kleiner kurzer Exkurs nochmal. Zu Nina. Vor vielen Jahren wollte ich mal mit ihr fahren. Da hat sie mir gesagt, ich bin ihr zu langsam. Dann hat der Frank gesagt, sei nicht traurig, Petra. Wir fahren in der Tracht und haben den Spaß unseres Lebens. Und daher
kommt die Dirndl-Idee. Und deswegen, im Nachhinein, muss ich einfach nur dankbar sein, dass alles so gekommen ist. Seitdem haben wir schon 4 Jahre lang mega Spaß in der Tracht. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Mr. Killertag. Ja, richtig. Letzter Tag. Letzter Tag. Traurig oder froh? Bitte. Bist du traurig? Nein. Ich bin ein bisschen traurig. Oh. Da tun alle Knochen weh mit der Zeit. Aber ist okay. Also war super. Dabei ist er so schnell. So er ist jeden Tag ungefähr mit mir unterwegs. Ja, richtig. Ja, stimmt. Ja. Wobei du vollgepackt bist, ja. Ja. Und ein E-Bike hast. Hey. Das einzige E ist die Box. Ist die Box, okay. Hau rein, viel Spaß auch, gell? Tschüss miteinander, Grüße zu Hause. Diva, here we come. Yeah, auf geht's. Was mit der Musik? Letzter Tag. Was ist die Musik? Die kommt gleich. Die ist nur am Video immer ein bisschen doof. Schaut mal, wie gut das plötzlich wieder ausschaut. Wir waren die ganze Zeit im Wald und plötzlich dieser Blick. So süß die Schafis auch sind, die müffeln ganz schön. Puh. Schieben angesagt. Recht hat er. Auch bei dir. Recht hat er. Hat er mich sogar vorgelassen. Ganz gentlemanlike. Da sieht man mal, der Herr Killertal hat gute Manier. Wandertag. Nächstes Schiebestück. Dazwischen kommt mal ein bisschen fahren. Jetzt kommt laut Streckenchef dann ein Trail mit mega guter Aussicht. Chest Mount habe ich gerade angezogen, deswegen bin ich ein bisschen nach hinten gerutscht. Winkt mal, da ist der Mr. Killertal. Da haben wir ihn wieder, jetzt winken es alle. Perfekt, cool. Gut seid drauf. Ja, was soll man sagen? Noch ist mehr Stau als Spaß. Sehr freundlich. Ja, man denkt immer, es geht los, aber es geht noch nicht los. Aber vielleicht da vorne, da steigen es wieder alle auf. Wenn auch hier im Schatten wieder alles sauglatt, das war hoch schon rutschig, runter ist es nicht besser. Und ja, mit rutschig bin ich kein Freund, da habe ich keinen Stress. Oh, nicht übermütig werden. Ja, der Trail ist heute leider zu früh. Wir stecken mitten im Stau. Und egal, würde ich sagen. Der Tag dauert noch ein bisschen. Da werden wir schon noch irgendwo freie Fahrt ergattern können. Schauen wir mal, wie lange der Spaß diesmal anhält. Tricky uphill. Hui, hui, hui. Ah, super. Noch ein bisschen Gänsemarsch. Bergauf angesagt. Oh ja! Da hat er mir nicht zu viel versprochen. Da hat er mir nicht zu viel versprochen. Das ist wirklich eine schöne Aussicht. Wirklich ein super schöner Weg. Ziemlich einfach, zum Glück. Dementsprechend trauen sich jetzt vermutlich alle fahren. Und wir mitten im Feld kommen auch zum Zug. Super, echt schön. Vielleicht lasse ich den jetzt nicht weg. Jetzt haben wir mal einen Bild, den wir ein bisschen herzeigen können. Den können wir jetzt nicht gleich verschwinden lassen. Action. Und ich komme immer ins Klicki rein. Was ist da los? Wow. Schön. Dunkel. Aber schön. Da hat sich einer verbremst. Und naja, da geht es auch schon wieder ein bisschen auf. Puh.
Gut, da haben wir jetzt wieder eine Überholspur gefunden. Und ja, damit kann man wieder ein bisschen mehr genießen. Da hüpft noch einer wieder schnell drauf. Wie es so ist, wurscht, gönnen wir ihm das. Yes, good one. So, jetzt haben wir den hinter uns gelassen. Nicht, dass ihr euch doch noch was abschaut, kleiner Sprung. Diese Wiesengeschichten sind auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da kommt manchmal irgendein Loch und dann halt Abflug über den Lenker, wenn man Pech hat. Also auch bei sowas konzentriert bleiben. Ja, diesmal hört ihr mich fest schnaufen. Hier sind nämlich einige steile Uphill-Sektionen. Und die habe ich euch jetzt gerade mal erspart. Ja, hier ist jetzt auch alles trocken zum Glück. Man merkt aber auch gleich, dass die Sonne ganz schön reinbrennt. Aber es ist natürlich super. Hauptsache, die Wege sind trocken. Das macht einen riesen Unterschied. Und auch da sehen wir diesen ganz typischen Fehler. Der hängt hinten wie nochmal was. Der kann vorne nicht lenken. Wenn ihr das jetzt mit den Videos von Martin zum Beispiel vergleicht, dann wisst ihr genau, was ich meine. Servus! Und ja, wenn man da ein bisschen mehr Druck vorne drauf gibt, dann läuft die ganze Sache viel besser. Und wer sich das genauer anschauen möchte, ist herzlich eingeladen, uns die Videos von Hinterradversetzen anzuschauen. Da gehen wir ziemlich genau auf diese Problematik ein. Auch schon der Rudi. Grüß dich. Guten Morgen. Mein bester Freund winkt mir. Was darfst du mir ausrichten? Was sie unglaublich stolz auf dich ist. Viel Spaß auf dem Weg ins Ziel. Ich habe eine geile Freundin. Ready. Mensch, Karin, wir müssen mal wieder gemeinsam an eine Melone naschen. Schöne Grüße. Für die geilste Verpflegung hier, gell? Muss man halt mal anstoßen. Schneiden. Wenn du uns siehst, geht's dir schlecht heute. Damit sind wir jetzt in der Auffahrt auf den Trimalzo. Ungefähr 1000 Höhenmeter habe ich gehört. Die ist natürlich altbekannt auch für mich. Ich bin der Max. Servus Max. Wie heißt der Kanal? Tja, Freeride Inc. Austria. Freeride Inc. Austria. Wie viele genau. Abonnenten habt ihr? Genug. Was heißt genug? Mit dir einen mehr. Warum fährst du E-Bike? Weil du cool bist. Warum ich E-Bike? Vorsicht, Auto. Weil ich gern trinke. Sehr gut. Wir heute auch. Viel Erfolg noch. Du kommst in die letzte Etappe. Machst du jetzt schon wieder ein Video? Wen grüßt du? Meine Mutter und meinen Stiefvater, die ungefähr einen Kilometer weiter hinten sind. Ein paar Höhenmeter haben wir schon wieder. Jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Aussicht zumindest. Da wird schon voll im Takt gedreht. Mega. Weiter so. Schaut mal, da sind die Mädels vom Start wieder. Sogar nach dem Sturz. Frauen können beißen. Das steht außer Frage. Haut rein, ihr zwei. Ihr macht es. Und wieder ein gutes Stückchen höher. Haben wir jetzt schon diesen Blick. Bei mir läuft es nach wie vor gut, aber ich freue mich jetzt dann auch schon auf den Gardasee-Ausblick. Ich glaube, jetzt passiert gleich was Lustiges. Jetzt müssen wir das Auto noch vorbeilassen. Schaut euch das an! Mega! Wuhu! Sehr, sehr cool! Bald sind wir bei der V2 und im Moment sieht es genau so aus. Alles in allem ein ziemlich einfacher Schlusstag.
weil die Auffahrten fast alle über Teer erfolgt sind. Ich finde es mega gut von der Planung her. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Energie haben in Riva und die Abfahrt. Und gut aussehen. Und gut aussehen. Genau. Und die Abfahrt über den Trimalzo runter mit Blick auf den See, die wird sowieso gigantisch. Hallöchen! Hallöchen! Bei der Verpflegungsstation 2 habe ich einen kleinen Zeitraffer für euch eingerichtet. Ich habe ein bisschen noch geratscht mit den Leuten dort und ja, einfach ein bisschen das gute Wetter genossen, währenddessen ich eben die Kamera laufen gelassen habe und ihr so ein bisschen beobachten könnt, wie das da so abläuft. Das Gewusel bei diesen Verpflegungsstationen ist doch immer recht groß und dementsprechend ist es, glaube ich, auch witzig zum Anschauen. Ich habe gehört, Gabriel meldet sich zu wenig zu Hause, damit deine Gelegenheit, exklusive Grüße zu senden. Hallo mein Schatzi, uns geht's gut und ich freue mich auf morgen. Er ist angeblich im Funkloch, ich habe es noch nicht überprüft übrigens, aber wir glauben jetzt einfach mal, was er sagt. Jetzt kommt der Beweis, es sind wahrscheinlich lauter Strichel drauf. Ne? Oder Funität. Ausnahmsweise doch mal Funität. Die gibt es zwar erst unten, aber so ein bisschen aufgewärmt wird schon hier oben. So, zweite Verpflegung, nur noch 2 Kilometer. Auf der Militärstraße geht die letzten paar Höhenmeter rauf. Hinter mir auch gute Stimmung, habe ich mitgekriegt. Aha, läuft alles. Der Bruchpilot ist hinter dir. Nein! In den Trimalzo-Tunnel. Höchster Punkt für heute. Trimalzo-Tunnel. Was reinfährt, kommt auch wieder raus. Da sind wir. Ich fahre noch ein bisschen runter, bevor ich auf meine Jungs warte. Weil ich möchte euch den See noch ein bisschen einfangen. Und dann habe ich natürlich mehr Zeit, wenn die noch nicht da sind. Und dann warte ich natürlich auf die Jungs, also keine Angst. Die habe ich nicht vergessen. Aussichtsmäßig wunderschön natürlich hier. Der erste Malzo und deswegen meiner Meinung nach ein absolut gebührendes Finale für dieses Landal. Sorry, danke. Ich warte gleich noch. Diesmal nicht. Diesmal genießen wir den Ausblick zum See, hätte ich gesagt. Studien haben wir schon mehr als genug gemacht, diese Transalp. Das reicht jetzt schön langsam. Da fahren sie jetzt alle entlang. Ihr seht die Trimalzo-Straße. Eine Mega-Straße, ein Mega-Bauwerk aus dem Ersten Weltkrieg natürlich. Und ja, ich werde jetzt langsam mal auf meine Jungs warten. Hier ist es schön warm und gemütlich. Hier lasse ich mich jetzt mal nieder. Und da habt ihr nochmal besten Blick natürlich zum Gardasee. Ja, yeah, da kommen auch gerade die Burnbabies. Wuhu, Spitze! Ja! Yeah. Schaut mal, wer mich da gerade besucht. Im Hintergrund die Radler und bei mir auf dem Finger. Ein kleiner Schmetterling. Wie süß. Da kommen sie ja. Mit der Stunde habe ich ihnen noch ein bisschen gut getan. Sind leider 1,5 geworden. Aber wurscht. Oh, es ist doch erstmal nur einer von beiden. Nico kommt. Wuhu. Yeah. Spitze. Nein, es sind doch beide. Yes. Yes. Super. Christi. Da kommt auch der Frank.
Mach einen Stunt. Wusch, nein. Was für ein Blick hier. Im Alpo wirklich mega schön von der Straße hier. Umso schlimmer, zu welchen Umständen der eigentlich erbaut worden ist. Und heute bestes Wetter, bester Blick auf den See. Kein Gewitter in Sicht. Besser kann es nicht sein. Nochmal ein bisschen Aussicht über den See und jetzt warte ich ein letztes Mal auf meine beiden Männer und es geht gemeinsam in den letzten coolen Trail. Dann hat man oben noch ein bisschen bessere Aussicht. Heute natürlich die beste Aussicht von Tremalzo. Und jetzt haben wir noch mal 1000 Höhenmeter Trailspaß vom Five Ten. Das ist wirklich ein geiles, geiles Ende von dieser Transalp. Aber natürlich auch für uns halt ein bisschen aufpassen. Auch wir haben 18.000 Höhenmeter in der letzten Woche gemacht. Und dann muss man schon schauen, dass man nicht jetzt zum Schluss noch wegräumt und sich auf die Schnauze legt. Weil das wäre natürlich absolut unnötig. Ein Achtungsschild, die markieren bei der Transalp ja immer die besten Passagen. Der Trail ist nicht besonders schwer, das wissen wir. Von dem her läuft das Ganze schon. Zeitnahme, kurz über Riva. Dankeschön. Alles geschafft? Ja, jetzt fahren wir noch den Trail, Jungs, oder?
Jetzt fahren wir auf jeden Fall noch den Trail zum Ponale Hotel, hätte ich mal gesagt. Willkommen in Tregasina. Hier gibt es auch gute Nüdelchen. Juhu, Lago. Ja! Oh! So viel gut! Yes, die Gardasee-Trails sind einfach die geilsten! Und der von Paso Roqueta gehört für mich nicht dazu, weil er hat diese Felsen nicht. Aber die hier, die gehören definitiv mit dazu. Mega! Das ist schon immer ganz so leicht, aber dafür umso schöner. Von der Ponale-Straße, so wie es vorgesehen war. Wie gesagt, das ist schon alles außerhalb der Zeitnahme, von dem her war das schon in Ordnung, was ich gemacht habe.
Auch hier mega schönes Panorama, dafür allerdings einiges los. Die Punale-Straße wohl einer der beliebtesten Spots am Gardasee, zumindest am nördlichen Ufer vom Gardasee. Und dementsprechend ja, mehr los wie bei mir auf dem Trail. Wir sind wieder alle zusammen, jetzt geht's ab zum Ziel. Hier ist das Ziel. Azi, die finale Einfahrt ins Ziel. Und Ziel, wo bist du? Oh, da geht's noch einmal ums Kreis rum, aber jetzt naht sie dann wirklich. Kesha, seid ihr glücklich? Yes! Ah, jetzt holen wir noch das Shirt ab. Ja, danke schön. Vielen Dank. Für die Medaille. Perfekt. Dankeschön. War sehr toll. Also, ich hatte heute die Liga. Mr. Killenthal ist auch erfolgreich im und Ziel. Und auch sogar einen Finisher kriegt. Ja, war wunderbar. Perfekt. Perfekt. Ihr auch, gell? Sehr cool. Ihr auch. Das hat schon Tradition vom letzten Jahr und mein Kleiner ist einfach noch zu klein. Okay, vom vorletzten Jahr. Magst du es wieder haben? Ja. Ich glaube, ihr müsst halt die Größe wieder umtauschen, aber ganz genau. Danke. Bitte. Sehr gerne. So, angekommen in Riva gibt es diesmal feudales Essen zur Feier des Tages. Wer ist das, Nico? Erklär. Das sind meine Eltern. Das ist der Hans und das ist die Sonja. Der Nico ist quasi empfangen worden. Sehr cool. Dann einen guten allerseits. Guten Appetit. Alle Klischees zu erfüllen, müssen wir jetzt natürlich noch in den Gardasee springen. Der nächste Morgen. Und wer denkt, über die Alpenradl wäre schwierig, der hat diese Taschen noch nicht zum Bus getragen. Ich bin ja mit allem Möglichen ausstaffiert fürs Videoschneiden. Oh ja, oh, so viel Arm, gell. Ja. Du wolltest es nicht tragen lassen. Nein, ich wollte es nicht tragen lassen, nein, das stimmt. Das auf jeden Fall, es ist sau schwer. Es ist schon schwer. Ich bin so arm im Video. Ich sag nicht, dass ich arm bin, ich sag nur, dass es schwierig ist. Ja, du wolltest ja nicht helfen lassen, gell. Nein. Nein. Selbst ist die Frau. Genau. Mir hat jetzt nicht schwächeln am letzten Tag. Wahnsinn. Wir wollten noch das Taschenbattle machen. Wer als erster liegt? Ich würde euch jetzt ja gerne erzählen, wie idyllisch das am Morgen am Gardasee ist. Aber im Moment fühlt es eher wie Überlebenstraining an. Ich schwenke aber mal eine Runde. Mal ausschauen, tut es schon gut. Ja, wir sind nicht die einzigen aufgepackelt wie Käfer. Kommen sie jetzt schön langsam alle daher und die Rückfahrt naht. Wen wir zu guter Letzt wieder vor uns haben. Ohne den würde einfach nichts laufen. Eine letzte Tour hier, jetzt ab nach Hause zurück für euch. Ah, sehr, sehr schade. Vielleicht bis zum nächsten Jahr, oder? Bis zum nächsten Jahr. Sehr bis gut. Dann, Petra. Tschüss. Mit einem rasanten Zeitraffer von der Busfahrt verabschieden wir uns jetzt endgültig von einer Woche Transalp. Mega geil, ich habe meine Ziele erreicht und bin glücklich. Macht's es gut, ciao, ciao. Tschüss.